Hallo Schatz. Alles Gute. Na, mein Freund. Genau, geh mal darüber. So. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eine Folge Ramses Kitchen und ich bin total müde. Schon wieder die letzten Tage und alles schlauchen so. Ich weiß gar nicht, wann ich das hochgeben kann, wann ich das aufgenommen habe. Aber wir wollen heute mal kurz Chips testen für ein gemütliches Wochenende. Und dazu haben wir zwei Stück, zwei ganz besondere Arten Chips. Jetzt waren wir einmal hier aus dem Paket vom Heiko. Ist übrigens schon ein bisschen düster draußen, deswegen habe ich mich extra schön präsent vors Fenster gesetzt, dass es besser aussieht und hell ist. Wir haben einmal hier vom Heiko diese Chips, wo mir das Design und die Aufmachung sehr bekannt vorkommen. Da steht nämlich Pepper King. Falls ihr Pepper Kings kennt, ne? Die haben ja schon mal diese Habanero Chips hergestellt, die es zu kaufen gab. Habe ich mal im Rewe gesehen, aber das sind jetzt hier diese Pepper King Habanero Tortilla Chips. Die müssten auf jeden Fall mega scharf sein. Hier steht auch extra nochmal drauf. Extrem scharf, von Kindern fernhalten, und das ist kein Scherz. Hier hinten, hot as hell, hier hinten seht ihr auch nochmal einen Heigo, ne, wie er immer da sitzt mit seinem Hemd und seinem Bierle. Also die wollen wir heute mal testen und antreten lassen gegen ebenfalls vom Heigo diese Oven Baked with Real Cheese Hers Jalapeno Flavor Cheese Curls Family Made in the USA. Und die habe ich zwar noch nie probiert, genauso eigentlich wie die Tortillas dort auch nicht. Ich kenne halt nur die normalen Chips von denen, aber von diesen hier, von diesen Hers Curls, kennen wir die Carolina Reaper Curls. Habe ich schon mal erzählt, als wir in Nürnberg waren, dass Pupsi in diesem Ami-Shop Carolina Reaper Curls von der Firma Hers gefunden hat. Für 6,50 Euro die Packung oder irgendwie, 6 oder 8. Mega teuer auf jeden Fall. Selbst im nächsten Supermarkt gab es die dann noch für 3,50 Euro. Also auch mega teuer. Und die haben wir probiert. Die waren mega scharf. Pupsi hat gesagt, sau lecker, aber kann sie nicht essen. Die sind ja einfach zu scharf. Ich habe mir die immer mal wieder reingezwiebelt. Und das sind zwar keine Carolina Reaper Curls, aber es sind Jalapeno Flavored Cheese Curls. Also Käse Jalapeno. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe keine Ahnung, was jetzt... was schärfer ist. Ich glaube, die Habanero Tortillas müssten sogar schärfer sein. Das heißt, wir machen zuerst trotzdem mal hier diese Jalapeno Cheese auf, weil es ist ja nur Jalapeno. Jalapeno ist ja Jalapeno, Habanero ist Habanero. Müsste also mehr sein. Müsste schärfer sein. Oh, die gehen einfach überhaupt gar nicht auf. Müssen wir hier Trick 17 machen und die Packung oben. Hallo! Scheiße! Ich krieg die Packung nicht auf! Ich muss mir irgendein... Die sind eine bombenfest, Adi, genau. Adi macht den Übergang. Und nach dem Adi-Übergang sind wir auch wieder da mit einer Schere. Können die jetzt hier oben aufmachen, was total toll ist, ne? Weil jetzt kannst du die gar nicht mehr zumachen. Wenn du die aufmachst, kannst du die nicht mehr zumachen. Der Adi ist bestimmt interessiert. Adi, guck mal hier, guck mal die Cheese Curls, ne? Riecht das angenehm für dich? Was sagst du dazu? Willst du da mal vorbei? Willst du da mal reingreifen? Willst du eigentlich nicht, oder? Doch. Er greift rein. Er steckt den ganzen Kopf rein. Ob das so gut ist, Adi? Nicht? Gut, Adi. Adi, lass das besser sein. Die sind sicherlich wieder scharf. Die riechen erstmal noch gar nichts. Das sind ja diese Würmchen. Die sehen aber lustig aus, oder? Gut, Adi geht trotzdem hin. Hat geschnüffelt. Hat komisch geguckt. Also ich glaube, die möchte er nicht unbedingt probieren. Aber wir probieren die jetzt. Und die sind auf jeden Fall mega angenehm. Also kein Vergleich zu diesen Carolina Reaper Curls. Carolina Reaper, mega scharf. Jalapeno, einfach Jalapeno-Geschmack. Sind angenehm würzig.
Die haben schon wieder irgendwie so eine Essignote. Die meisten Jalapenos sind ja immer in so Essigzeugs eingelegt, in so komischer Brühe. Sind ein bisschen bissig, aber ich würde nicht mal sagen, dass sie scharf sind. Die haben trotzdem auch diesen Käse-Touch. Original, schmeckt wie Käseflips, nur mit einer Essignote bei. Aber mega köstlich. Jetzt weiß ich, ob ich so der Art, den ich schreien weggerannt ist. Weil es sehr mild sind. Die sind auf jeden Fall mild. Also keine Ahnung, wie viel so ein Beutel kostet. Vielleicht kann der Heiko das mal in die Kommentare schreiben. Wie viel so ein Beutel kostet und wo er so ein Beutel her hat. Die würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Die würde ich öfters kaufen. Die empfehle ich euch. Von der Firma Herz. Carolina Reaper Curls. Müsst ihr mal probieren. Und wer es nicht so scharf mag, die Jalapeno Cheese Flavored. Dann bin ich aber gespannt, was die Pepper Kings können, weil die sind ja extra scharf und nicht für Kinder. Die müssten also jetzt so brutal sein. Und dafür, dass die so brutal sind, gehen die so einfach auf, dass da einfach jeder ran kann. Oh, du riechst die schon. Riecht wie eine alte Scheune, ne? So ein richtig alter Kuhstall. Bisschen muffig. Sehen auf jeden Fall kräftig aus. Guckt die euch an. Kräftig sehen sie aus. Und wir probieren mal von der Schärfe. Na gut, die Menge macht's. Je mehr man davon isst, desto schärfer wird es. Außer ihr heißt Ramses, dann merkt ihr gar nichts mehr. Also von denen bin ich ein bisschen enttäuscht. Von denen hätte ich mir jetzt eigentlich mehr erwartet. Weil ich eben Pepper Kings Habanero Chips kenne. Und die Habanero Chips, die normalen, die sind auf jeden Fall mega scharf. Da hatte ich echt Probleme, mal eine Handvoll zu essen. Musste dann immer warten. Habe mich erst am nächsten Tag wieder rangetraut, wieder mal eine Hand zu essen. Mehr mit einmal wollte man dann nicht. Die Tortillas hingegen, Habanero Tortillas, entweder habe ich in der Zeit heimlich trainiert, sodass ich die Schärfe besser ab kann als früher, als kleine Wurst. Oder die sind halt nicht so scharf, obwohl ja da drauf steht extrem scharf. Also eigentlich müsste es genau dieselbe Sache sein, nur statt Chip ein Tortilla. Oder, weil die Tortillas ja aus so Maiszeugs bestehen, dass das irgendwie die Schärfe mehr bindet und die gar nicht die Schärfe so erzeugen können. Ich habe keine Ahnung. Die sind trotzdem schärfer als die normalen Jalapeno Cheese, aber nicht so scharf wie die normalen Habanero und auch nicht so scharf wie die Carolina Reaper Curls. Die waren immer noch das Heftigste. Sind trotzdem angenehm. Gut, jetzt, wenn man so viel redet, merkt man, dass es im Hals anfängt zu kratzen. Aber nichts im Vergleich, was man sonst so an Schärfe gewohnt ist. Also extrem scharf, für viele wahrscheinlich zu scharf. Für mich ist okay zum so essen. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gesehen? Habt ihr auch schon mal von den Pepper Kings irgendeine Tüte probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich sage, die normalen habe ich mal im Rewe gesehen. Bei den anderen, bei den Curls, weiß ich nicht. Wenn ihr die kennt, schreibt eure Erfahrung rein. Danke an den Heigo für die zwei Tüten. Pupsi freut sich. Die wollt unbedingt nämlich diese Jalapeno Cheese mal probieren. Deswegen teste ich die jetzt, dass sie gleich die Tüte naschen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.